erzählst du von einem kleinen Vlog, einfach ohne Thema. Ohne Thema? Einfach so? Was machst du gerade? Was ich gerade mache? Ich baue uns, beziehungsweise Xerien hat mich darauf angewiesen. Ich habe es mir gewünscht. Eine Wurmkiste. Weil letztens hat ja ein Zuschauer Fanpost geschickt. Wir hatten zwar die Idee schon vorher gehabt, aber jetzt ist es noch präsenter gewesen. Und zwar hat er uns Wurmtee und Wurmerde, Komposterde geschickt. Und genau. Und jetzt haben wir auch so eine Wurmkiste gebaut. Das ist jetzt ein Stockwerk. Ein Teil. Genau. Ja. Den anderen Teil zeigen wir dann gleich. Ja, genau. Und schon da oben. Ist ein Deckel und da sind Löcher drin. Genau, da sind schon Löcher drin. Und da können dann die Würmer hoch und runter gehen und die Flüssigkeit kann ablaufen. Und das ist dann da unten drunter, so ein Schälchen. Genau, ich würde sagen, wir tragen es einfach mal hoch. Trag es mal hoch. Genau. Wolltest du nicht gerade aufräumen? Ja, ich wollte gerade aufräumen. Aber und die Insektenschutztür hast du auch schon dran gemacht. Ja. Voll cool. Gut, muss ich noch kleben, aber ja. Du bist so fleißig. Ja, voll warm. Aber irgendwie auch nicht, das ist halt voll schön. Blöd. Irgendwie auch nicht. Jo. Genau. Und ansonsten, was ist heute? Dienstag ist heute. Dienstag ist heute. Und es ist so schön ruhig. Da fährt tatsächlich ein Auto. Da. Ja, auch viele Fahrradfahrer. Ja. Ja, aber es ist echt ruhig. Auch am Wochenende ist es voll, voll angenehm. Es ist so schön ruhig hier. Nur ich mach Krach. Meinem Geschleif und Gesäß. Ja, darfst du ja. Und dann aber nachher ist er dran. Ja, genau. Bisschen den Rost versuchen. Den Rost versuchen wegzumachen. Lack ist heute gekommen. Genau. Das ist ja das Schöne, wenn man so viel Zeit hat. Ja. Xarok darf er jetzt zwangsweise nicht mehr arbeiten. Nee. Also, weil die Firma nicht arbeiten darf. Kann. Kann. Wollen schon, bestimmt. Aber kann nicht. Ja, ich sagte auch nicht wollen, ich sagte dürfen. Ja. Weil die Schulen zu sind. Die Schulen haben zu. Aber dann nutzen wir die Zeit halt für was anderes. Zum Beispiel sowas bauen. Ja. Voll cool. Das würden wir das nie machen. Darf ich mir noch mehr wünschen? Nee, mir fällt jetzt gerade eh nichts ein. Gut. Ja, meine Liste ist sowieso noch saulang. Die Aufgabe war sowieso, die war doch eigentlich cool. Such die Holzreste in der Werkstatt und baue mir eine Wurmkiste. Ja. Ist vielleicht nicht perfekt, aber aus Resten, also wir haben ja, können ja nicht zum Baumarkt und irgendwelches Werkzeug oder Holz oder was bekommen, deswegen mussten wir jetzt so ein bisschen improvisieren. Aber es hat funktioniert. Ja, trag mal hoch, ich will den Rest sehen. Ja, ich würde gerne. Achso, ich muss die Tür aufmachen. Ja. Mach mal. Hier. So. Wie kommst du klar mit der Ausgangsbeschränkung? Eigentlich gut, oder? Ja. Oder ist dir langweilig? Nö, ne, langweilig ist mir auf jeden Fall nicht. Du würdest gerne arbeiten. Ja. Ja. Ich habe ja jetzt Urlaub. Für mich ist es natürlich jetzt mega geil, dass du hier bist. Ich mache alles kaputt, kein Problem. Ich genieße es jetzt natürlich, dass du hier bist. Ich finde es schön, vor allem weil das Wetter noch krass so mitspielt. Wetter ist der Wahnsinn, ja. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht mit der Ausgangsbeschränkung. Ob euch das schon stinklangweilig ist. Nicht so oft passiert, weil das kriegt man nicht mehr raus. Oh. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ja. Man hat doch jetzt auch eine gute Höhe. Ja. Ja, genau. Schön. Das ist Erdgeschoss. Erdgeschoss. Das ist das Obergeschoss. Und da kommt, also da oben, kommt jetzt dann immer Blätter, also so Salatreste und so, kommt da rein, halt ausschließlich Gemüse. Ja, da habe ich schon zwei Packungen voll. Sehr gut. Und da kommen dann Würmer dazu, die machen, essen das dann und kacken es wieder aus und dann ist es wunderschöne Erde. Und wenn die Box voll ist, kommt die nach unten und die obere kommt nach oben. Und da sind Löcher drin und dann können die Würmer von unten, also von der, die ja dann unten ist, nach oben gehen zum Brillchenfutter. Und dann sind irgendwann unten keine Würmer mehr drin und dann kann man die Erde rausnehmen und hat perfekte Erde. Wunderschöne Pflanzenerde. Das ist der Plan. Und die kommt dann da ins Hochbeet. Da, da. Genau. Da rein. Zum Düngen. Oder da um die Erdbeeren dann. Ja, Erdbeeren werden wir jetzt demnächst nicht kriegen. Ja, leider. Könnte wahrscheinlich eng werden. Dieses Jahr. Naja, mal gucken. Ja, schauen wir mal. Ja, und unten drunter kommt jetzt dann noch das Schälchen hin. Naja. Damit der Saft, der da steht, abgefangen wird. Und ja, ich wollte gerade sagen, da steht sein. Das da.
Mach das, nein, mach das nicht auf, bitte. Ja, das wird jetzt sowieso spannend. Wird es stinken wie Sau? Und wir müssen es wieder entfernen oder wird es passen? Und das wird dann Komposterde. Das Mama-Gemüse. Gute, schöne Erde. Das ist alles Würmerkacke. Boah, das riecht voll gut. Nimm einen Haken. Wächst was. Was, da wächst was? Ja, guck. Tatsache, da wächst was. Jetzt mal einen Schatten, damit man sich mal Pflanze es anschaut, was es ist. Können wir eigentlich machen, oder? Warum nicht? Geil. Können wir mal schauen, was der Zuschauer da reingekippt hat in seinen Kompost. Es hatte, glaube ich, einen Samen, wie man sehen kann hier. Und der Samen, also das wächst ja immer nach unten, das ist dann die Wurzel, und das, was oben nach oben wächst, ist dann... Also es könnte tatsächlich irgendein... Was könnte das sein? Keine Ahnung, weiß keiner so genau. Aber Pflanz es doch mal irgendwo in der Ecke oder so weiter weg von unseren Sachen. Ach so, ja gut. Zu gefehlt. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was das wird. Ich auch. Ja, irgendwas wird es werden, weil es hatte auf jeden Fall einen Samen. Das kann man nicht hier drauf, glaube ich. So. Oh, Füße. Das ist ein Splitter. Gerade eng hier. Ja, Sim hat sich hier ausgebreitet. Ja. Letztes Jahr war es hier komplett leer. Wäsche aufhängen. Letztes Jahr stand hier nichts. Die Kräuter müssen noch raus. Tisch, Hochbeet, Wurmkiste, Xarok, Hundeschlauch. Ich? Ja, ist alles noch ein bisschen Baustelle, aber wird noch. Das schmeiß ich mal weg, oder? Ja, schmeiß mal weg. Oder wollen wir es aufheben? Nee, macht keinen Sinn mehr. Ich habe hier zwei Kisten. Ich hebe die ganze Zeit auf, weil ich hoffe, dass du bald das Ding fertig hast und ich das mal reinschmeißen kann. Und ich habe schon letztes Mal irgendwo mal was entsorgen. Das ist, schon das ist vor ist drei oder vier Mann? Wochen gewesen. Wo ist mein Mann gestrichen? Wo ist mein Mann? Ja, Mülleimer? Ja, jetzt kannst du es endlich darauf kommen. Da können wir unten von dem Strohberg was wegnehmen. Ja. Und das als Bodenfüllmaterial schon mal reinmachen. Ein bisschen Erde muss ja mit rein und so. Oh ja. Da dann kriegen wir dann auch ein paar Würmer her. Dann würde ich sagen, du räumst jetzt ein bisschen auf und wir suchen mal Würmer und so, dann können wir ja noch mal kurz zeigen. Und genau, und danach können wir dann deinen Müll. Ja, und in der Zwischenzeit, wie gesagt, mich würde interessieren, wie ihr jetzt mit den Ausgangsbeschränkungen so umgeht. Ob ihr euch schon zu Tode langweilt oder ob ihr das cool findet, auch mit dem Homeschooling oder übers Internet. Homeoffice, genau. Älteren Menschen. Ja. Ja, ich fand das Homeoffice natürlich cool. Das war schon chillig, aber ich hatte jetzt nicht so lang, zwei Wochen, und jetzt habe ich ja Urlaub. Das würde mich schon interessieren, weil Leute, die in der Stadt wohnen, die keinen Garten haben oder so, für die stelle ich es mir schon irgendwie langweilig vor. Ja. Oder für Familien mit kleinen Kindern. Irgendwann werden die Kinder dann quengelig. Für uns ist das hier natürlich geil. Wir können uns hier jetzt austoben. Wir haben letztens den Teich. Der hat ein Loch. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Wir müssen Wasser auffüllen, weil der Bachlauf auch undicht war. Stimmt, der Bachlauf auch undicht. Oh, die Schildkröten. Da haben wir zum Beispiel jetzt Karotten hingepflanzt. Nicht runterfallen. Genau, und da, wobei ja ein bisschen Wasser fehlt. Aber schon wieder besser. Da war, wenn ich jetzt hier hinzoome, sieht man das. Boah, das zoomt so geil. Irgendwo da oben ist ein Loch und das war hier unten am Wasser. Das haben wir jetzt einfach Stein drunter und hier hochgelegt. Ja. Und das Gras, guck mal, es wächst gut, gell? Ja. Das hintere Zeug, das hat ja auch alles im Kopf hängen lassen. Ja. Das scheint Glück gehabt zu haben. Jetzt sind die Schildkröten auch schon draußen, was ja so schön, da ist eine. Finde ich dich? Finde ich dich? Ja, da. Philipp. Oh, jetzt ist unscharf. Da der Leo kackt. Cool, Leo! Da schwimmen die Goldfische. Schön. Ja. Die Wasserpflanzen wachsen auch. Also wir haben ordentlich zu tun. Das ist die falsche Richtung. Wo bist du? Also uns wird auf jeden Fall nicht langweilig.
in nächster Zeit ein. Oh Gott. Guck mal, ich bin so groß geworden. Ja. Also uns wird nicht langweilig. Wir haben jede Menge zu tun. Ist auch sehr praktisch, weil. Red mir nicht immer ins Wort. Es ist sehr praktisch, weil. Boah, die Sonne scheint so schön. Wie man sieht. Ja, es ist sehr praktisch. Ich habe meinen Faden verloren, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Es ist sehr praktisch, weil das Baby kommt und genau, dann haben wir nicht mehr so viel Zeit. Genau, richtig. Das, ja. Das wollte ich sagen. Guck mal, hier müssen wir den Kleinen mal wieder einklemmen hier. Klemm ihn mal ein. Ja. Das ist irgendwie auch. Nee. Ja, dann machen wir mal weiter. Ja. Und vielleicht zeigen wir euch ja später die Kiste nochmal. Aber sehr schön, Xaok hat schon ein bisschen was für die unterste Schicht. Und will, glaube ich, den Cadillac entrosten. Ja. Während ich was ganz Schönes mache. Ich grabe nach Würmern. Cool. Wahnsinn. So, vom Schreiner zum Kfz-Mechaniker. Mhm, so kann es gehen. Ich habe jetzt Würmer. Das ist Würmer? Ja, ich weiß nicht, oder? Was sagst du? Oh, krass, ja, okay, cool. Wollen wir schon fertig machen, oder? Ja, klar. Ja, okay. Bin hier irgendwo geschnitten, hey. Oh nein, zeig. Aber. Erwarte ich von dir ja schon. Und da liegt eine Wespe. Eine Tote. Mhm. Ja, gut, dann warte ich oben auf dich. Ja. So, das ist die erste Schicht, oder? Ja. Zeig mal her. Okay, Deckel ab. Ist und Gras. So. Ja, da hinten auch noch ein bisschen was, was du da noch brauchst. Ja, das reicht wahrscheinlich. Ja, super. Ben hat ja jeden Müll aufgehoben. Ja, als ich beschlossen habe, dass ich sowas haben will, habe ich die Sachen dafür aufgehoben. Klug. Ich dachte, sonst hat man es ja noch nicht mehr. Sehr gut, ja. So, jetzt hast du die Kiste schon fast voll damit. Ja, das setzt sich hier noch. Das macht mir Spaß. Können wir jetzt erst ein Pflaster drauf machen? Ja. Tut weh. Ja, das glaube ich. Ich habe es noch gar nicht richtig gesehen. Ich weiß nicht, wo ich mich da geschnitten habe. Ach, komm mal. Wow. Wie geht's? Pflaster. Stopp, stopp, stopp. Staub, Staub, Staub. So. Mehr als Erde drauf. Und jetzt ein bisschen. Schlitz. So muss ich meinen Finger gefühlt haben. So. Du willst den Polizisten sagen, er soll anders fahren? Ja. Und jetzt? Kommt Müll drauf? Nee, die Würmer kommt rein. Müll drauf. Die Würmer müssen da rein. Die Würmer müssen auch rein, ne? So. Das schaut ja voll schön aus. Ich hole mal meine Würmer. Ich hol Müll. Oh, Müll. So, liebe Würmer. Hier. Du auch. Bist du weg? Ja, du bist weg. Da. Boah, was ist ein Wurmhaufen. Verteilt euch. Teilt euch. Naja, das machen die schon, oder? So. Gut. Was haben wir hier so? Wir haben Bananen, Äpfel, Weintrauben, Kaffee, Filter darf mit rein, der
sehr gut, Zellulose. Da war eine eine Mandarine, die schlecht geworden ist. Die staubt. Dann haben wir hier Weintrauben, Bananen. Das will ja keiner sehen, Gidigit. Das tut ja da drin dann auch so irgendwie schimmeln. Gut. Na, schauen wir mal, ob es was wird. So, meine schöne Kiste. Dann noch ein Kaffeesatz. Ui, mit Kaffeesatz. Kaffeesatz. Wäre ja auch guter Dünger. Mhm. Und Deckel drauf. Boah, hier in der Sonne kann er nicht so richtig schön schmoren. Lecker. Schauen wir mal, ob wir das aushalten. So. Kleines Update. Ja, kleines Update. Ich mache mich auch mal kleiner. Ja, der Kleine wächst. Frucken. Wahnsinn. Dem ist es wurscht, was wir machen. Wenn der rauskommt, ist der gleich 2 Meter groß. Nein, nix da. Dem ist wurscht, was wir machen oder was die Welt macht. Der wächst unbeirrt weiter. Ja, schön. Macht er gut. Macht er gut. So. Ich gehe jetzt wieder ins Auto. Ja, weißt du was? Ich mache jetzt was zu essen. Finde ich gut. Wenn du nachher was zu essen hast. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Okay. Gut. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bitte.